Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace SF. Jetzt wollte schon Chronicles Edition sagen. Schon wieder. Ja, in der letzten Folge haben wir den Finster Turtles erledigt auf Ebene 4. Und ja, ich war jetzt gerade mitten dabei, die ganzen Kostüme nochmal zu wechseln, weil ja, muss ja immer was anderes kommen, ne? Tut das mal anziehen. Ja, das haben wir doch schon mal. Heute ihn ja. Auch wenn wir ihn nicht dabei haben diesmal. Aber Pascal. Ja, ich nehme Malik ein bisschen wenig ins Team, aber was soll's. Ebene 4. 5. Etage 5. Zack, rein da. Was haben wir denn? Monokel. Die kann man kaufen. Also rein mit dem Monokel. Ja. Ich habe so ein dumpfes Gefühl, ich weiß, wer jetzt kommt und das wird mir nicht gefallen. Ich spreche gerade immer noch auf schwer. Da bleibt auch und ja. Mir ist aufgefallen, ich habe voll viele Gegner irgendwie verpasst in der letzten Ebene. Weil irgendwie, keine Ahnung. Oh, Gerichte. Das ist nicht schlecht. Obwohl doch, das ist doch schlecht. Ich kann doch was alles herstellen. Das kann man jetzt natürlich jetzt nicht sehen, aber wenn man die Karte aufruft, dann kann man auch sehen, welche Gegner sich in welchem Bereich befinden. Oh, hier habe ich früher mal trainiert, glaube ich. Und 114, die machen wir fertig. Die schnappen wir uns. Ja, und ich glaube, die sind schon ein bisschen stärker. Ja. Aber wir haben ja jetzt ein sehr gutes Gerät, womit wir uns in jeder Situation irgendwie wappnen können. Und zwar die Turtles-Flöte. Da können wir nämlich jedes Mal einen Shop aufrufen, wann immer wir wollen. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Und da können wir Trinke des Lebens und so wieder aufstocken, wann immer wir wollen. Selbst direkt vom Bosskampf. Und ja, das ist auch schön. So, und machen wir erstmal die fertig. Ich glaube, die kann heilen, ne? Du kannst auch mehr oder weniger teleportieren. Das finde ich nochmal richtig blöd. Hm? Nein, zu wenig. Nein, du schießt falsch. Pass mal. Meine Mecker Sophie. Ja, die Gegner kenne ich noch. Bei denen habe ich mal trainiert. Warum überhaupt? Haben die so viel Erfahrung zu trainieren? Wir sind Level 140 und wir sind Level 150. Ich bin sowieso ein wenig. Man kriegt da irgendwie nur die volle Erfahrungspunkte, wenn der Level ungefähr so 5 Level höher oder niedriger ist von den eigenen Charakteren. Wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Habe ich irgendwann im Internet mal nachgeguckt. Und ja, mit dem Schwierigkeitsgrad geht ja auch das Level hoch. Das heißt, wenn ich volle Erfahrungspunkte haben möchte, dann sollte ich wahrscheinlich auch den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Aber das möchte ich nicht, weil dann sind die voll stark. Wir sind wieder voll. Was? Okay, warum? Vielleicht sind die auch so stark gewesen, weil das Kind mir voll hoch war. Das war immer noch voll hoch. Ja, ich meine, der hatte gerade ein bisschen mehr. Okay. Füllen wir die Parts mal mit etwas. Der Bosskampf dauert wahrscheinlich sowieso nicht wieder lange. Und ja. What? Wie kannst du es machen? Mehr geblieben. Bah. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was ich mir vorgenommen zu sagen in diesem Part, aber ich habe es jetzt total verpeilt. Ja, der Angriff bringt es auch eigentlich. Den sollte ich mal öfter einsetzen da. Jetzt hat immer noch die gleichen angefallen. Ist ja nicht so, als könnte man irgendwie so 16 Arts oder so benutzen. Ne, 12. Pixel, ja. Deswegen egal. Weil wenn ich ja einfach nur Kreis drücke, ja, dann mach ich das hier. Aber wenn ich rechts und Kreis drücke, dann mache ich halt diesen Angriff. Wenn ich die ganze Zeit gedrückt halte, kommen ja die ganzen Arts hintereinander. Wenn man die Titel hier alle ausgerüstet hat. KR-Versteinerung. Was? Schau, wir hatten noch einen Titel. Barmherzige Samariterin. Oh, mehr Verteidigung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Ich werfe mal ein bisschen mein Apfelgummi so rum, weil ich ja jetzt jederzeit irgendwas kaufen kann. Durch meine Turtles. Flöte. Sieht irgendwie aus wie so eine Ocarina. Ja, und die Feindestärke, die geht langsam runter. Deswegen suche ich lieber erstmal so eine gelbe Säule.
Die macht mir ein bisschen einfacher. Ach ja, wegen den Gegnern. Ich habe da irgendwie voll viel verpasst. Yay! Keine Ahnung. Ich habe nachgeguckt so auf der Liste vom Zonenkäfig und ja, irgendwie ja, da standen die ganzen Gegner. Irgendwie, keine Ahnung, da waren da irgendwie so 20 Fragezeichen dazwischen und dann kam irgendwie ein Gegner wieder. Also habe ich irgendwie dazwischen voll viele verpasst, weil ich irgendwie gar nicht verstehe. Entweder sind die blöd geordnet oder ich habe echt so viele verpasst, aber kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich ja am Ende zeigen. Und ich frage mich, ob ich mit Level 150 alle Gegner hier erledigen kann. Oh, Kampfschwert. Ich weiß auch gar nicht, wie hier mit den Schätzen funktioniert. Wahrscheinlich das mit der Feinstärke zusammen. Also hier, ich weiß, dass auf jeder Etage irgendwie nur Sachen für einen Charakter sind. So kommt es mir jedenfalls vor. Wie in der ersten Etage haben wir nur Sachen für Sherry oder so bekommen. Hier finden wir irgendwie eine Sachen für Espel, wie so Kampfscheiden und Schwerter. Irgendwie so funktioniert das, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht, ob man hier irgendwie so richtig dolle Waffen und so bekommen kann, aber keine Ahnung. Da muss ich mir mal angucken. Ich frage mich auch gerade, wie hoch die Feindestärke nochmal gehen kann. Warum frage ich mich solche Sachen gerade? Egal. Hier ist so ein Aufladeding, das heißt, hier ist wahrscheinlich nicht der Boss. Das weiß ich auch. Wenn so ein Ding hier zum Aufladen ist oder zur Feindstärkreduzierung, dann ist auf jeden Fall der Gegner nicht hier. So ein paar Sachen habe ich mir selber schon angeeignet. Da sind wir schon mal zwei Wege. Der rechte geht, was weiß ich nicht, hin, aber los, komm mal, ich muss mal das Ding wieder trinken. Komm mal her. Ja, du, genau du. Den schnapp ich mir. Ich hätte lieber das hier, das Viech angreifen sollen. Das ist ein Viech. Nein, ich möchte lieber nicht riskieren. Hätte ich wahrscheinlich voll den Boss gebauen können, aber egal. Ich spiele gerade hier so mit dem Feuer. Ich spiele vor. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Was für ein Lappen, ey. Wo ist eine andere? Schon tot? Nee, wollte schon sagen. Dim. Au. Warum geht? Okay, wollte schon sagen. So, und du auch. Ah, sehr schön. Ein kaiserliches Ei. Ich hoffe wirklich, der Boss ist jetzt hier, weil sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück und nach rechts gehen. Und ja, so viel Glück habe ich. Zack. Schweinscurry. Nom 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 nom. Da ist ein T, ein I in der Sphäre. Okay. So ein Ding habe ich zu, oh Gott, zum ersten Mal irgendwie gefunden. Das ist, aua, sehr gut. Kann man so irgendwie ultimative Waffen haben? Da wäre nämlich nicht schlecht. Ich habe jetzt noch nie irgendwie eine ultimative Waffe hier in dem Spiel gehabt. Was zum... Was in euer Level 114? Ich vergesse immer erst auf die Lust hier. Das ist 10 Angriff ein, Pascal. Diese Himmelsacht oder was auch immer das ist. Diese ganzen Dinger hier, die gegenfliegen. Das ist irgendwie voller starker Angriff. Ab hier. Babs! Na, ey! What? Na, ab hier. Ey, da gibt's doch nicht. Ja, genau der Angriff. Er ist irgendwie voll stark. Hm. So, und ihr habt jetzt alle gesehen, wer da ist. Unsere liebe Freundin Emerald war da. Mit der wir gar keine Probleme hatten, als wir die in die Story bekämpft haben.
ist eigentlich normal, nicht was unnormal ist. Weil irgendwie ist sie meiner Meinung nach der schwerste Boss im gesamten Spiel. Oder der nervigste jedenfalls. Ich hoffe, wir putzen die wieder so leicht weg. Ah, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Ja, P-Verteidigung hoch, so. Wir müssen aber immer noch ein bisschen kämpfen, weil die Feinde stark mich nervös macht. Bams, komm her. Nein, komm her. Ich will jetzt nicht unbedingt mein Ding jetzt verballern, wenn es geht. So, Band. Ja genau, die muss ich aneinander ketten, hab ich so gesagt. Mensch, Lähmung. Hergeblieben. Bist du vielleicht? Du bist Lähmung, wollte ich schon sagen. Und du nicht, du bist Mensch. Du bist ein Mensch und du bist gelähmt. Boah. Wahrscheinlich der Angriff deswegen geklappt, Pascal. Oder waren nur zwei von denen? Die habe ich doch zum Trainieren immer bloß, oder? Oh, cool. Oh, die Kombination kenne ich gar nicht. Wenn ich Plasma Shock nehme und dann Kreis gedrückt halte. Obwohl doch, na klar, die besteht. Aber habe ich irgendwie nie eingesetzt hier. Flinkfuß verbessert. Yay. Okay, schaffen wir jetzt schon. Komm. Emerald. Na, lang ist es her. Die macht uns fertig. It can't be. You're Emerald? I am Emerald, and I am not Emerald. Noch 2.0. What does that mean? In the body of the humanoid Emerald once used, a soul was born. Emerald had a certain desire, and fulfilling that strong desire has become this soul's calling. I will not let you interfere. She looks serious. But you were on Phodra. How did you get here? I snuck on board your shuttle when you left Phodra for Athenia. No one noticed me, neither you nor Emerald. Here she comes. Na, wird nicht gut ausgehen. Oh, aber ich liebe das Kampfthema von der. Ja, und die hat Emerald, soweit dein Ich von gestern dieselbe Person wie dein Ich von heute ist. Egal. Emerald halt. Jetzt wünsche ich mir irgendwie, Hubert wäre dabei. Weiß auch nicht wieso. Weil ein bisschen mehr Angriffskraft hätten wir schon. Oh nein. Nein. Egal. So viel dazu. Ja. Punkt Nummer 1, warum ich sie für den nervigsten Boss aller Zeiten halte in Tales of Graces. Die kann sich teleportieren. Zweitens hat die diese verdammte Aura um sich herum, weswegen man irgendwie keine Kombos machen kann. Jetzt schwört man so die Nervigkeit von ihr. Aber ich meine, in der Story haben wir sie sowas von weggeputzt, was mich voll überrascht hat. Wahrscheinlich hat er am Schwierigkeitsgrad. Aber naja. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen nerviger. War auch nicht so schwer, so viel. Okay, sind wir die ganze Zeit immer mit voller AP am Laufen. Fuck! Hör auf damit. Ich meine, verdammt natürlich. Hör auf damit. Aua. Ja, irgendwie zieht sie uns fast niemand ab. Ich mag aber ihr Kampfthema. Mad Dance heißt das, glaube ich, ne? Ah. Kannst du... Warte, ich komme jetzt darüber. Sie hat gleich hier Dingens voll, was mir nicht gefällt. Oh nein. Ja. Jetzt haben wir nicht das gemacht, was ich wollte. Was ich mir gedacht hatte. Mann! Meine Güte. So, komm mal her. Stampedo Strike. Oh, und wir haben schon über die Hälfte. Lock up, so. Ah.
Wenn die sich nicht die ganze Zeit teleportieren würde, ne? Dann wäre sie nicht so nervig. Was Sinn machen würde, ne? Eigentlich mag ich ja Emerald so als Bösewicht. Jetzt ja auch als ja, guter Charakter gemacht, finde ich jetzt. Jetzt ist Style. So. Ja, und jetzt hat sie ihre Moves ein bisschen geändert, glaube ich. Weil solange ich irgendwie das hier immer spamme, wird das voll langweilig, finde ich gerade. Ah, wollte ich jetzt noch nicht mal einsetzen, Mann. Oh, komm mal her. Nein, nein, komm mal her, komm her. Nein. Ich wollte eigentlich Dingens. Eine Mystikart auf die runterhageln lassen, aber nein. Aua, aua. Aber irgendwie macht die uns nie Schaden, kann das sein? Ich habe immer irgendwie voll AP. Also gut, die voll AP. Na, stelle ich mich ja ein bisschen beschissen an, habe ich das Gefühl. Ja, den Angriff kann ich auch noch. Ja, den auch. Ja, nicht auch Pascal, die hat ihre Tempo voll, hallo. Komm her. Vielleicht bringt dieser Angriff auch so richtig hier. Wenn ihr nicht auf Pascal, danke. Au. Ja, jetzt macht sie nur ihre. Ich bin euch mal angeguckt, jetzt wieder nicht auf den Arm, ey. Ja, irgendwie putzen wir die voll weg. Ja, die ist gleich weg. Ich glaube, ich habe gerade einen Regen gesehen, aber habe ich mir nur eingebildet, ne? Oh ja, den Angriff kenne ich noch. Au, 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 au. Irgendwie macht er uns nichts. Die war schon wieder nicht so schwer, warum? Nein, Pascal war tot. Oh mein Gott. Ihre Augen. Ich hoffe, jemand hat auf ihre Augen geguckt, als sie gerade gestorben ist. Ey, das sah gruselig aus. Emerald, what was the strong desire you mentioned? Before Emerald became a humanoid, nature granted her one last gift. The ability to cause insatiable lust in men. Huh? Oh, it's true. Men were falling all over themselves just to get a glimpse of her. Okay. But this was during a time of war, and such things could not continue. So she prayed. She prayed that her sudden attractiveness would go on forever. Wait, really? This doesn't have to do with Fodra or Lambda or something important. Oh, the real Emerald continued to work on those problems. But her desire to remain attractive was passed to me. To think she suffered from such a tragic past. Captain, are we supposed to take this seriously? Oh, cruel fate! How I yearn to be attractive once more! But now I am little more than a discarded thought. Something the real Emerald simply forgot. Pardon me. Eine Fehlentscheider, yay. In der Schwertscheide scheint eine kleine Fee die Waffe zu halten. Behandle sie vorsichtig. Okay. Ich kann nichts anbieten. Sind deine Objekte nicht wertvoll genug, um Zugang zu den höheren Etagen des Zonenkäfigs zu halten? Versuche es mit Dualisieren. Wiederhole, aufwerten, härten und entziehen immer wieder, um den Wert einer Ausrüstung deutlich zu erhöhen. Aber denk daran, unterlegst du, ist das Objekt verloren. Yay. Um ein Ziel zu bekommen, musste ich mal irgendwie eine Waffe, die 2 Millionen oder so wert war, herstellen und verkaufen. Das habe ich auch geschafft. Also werde ich das ja wohl erst recht schaffen. So, eine Feenscheide. Weniger, aber ja. Na ja, das. Und kein Skip dazu, was? Na gut. Ich kann noch was anbieten. 2 Stück kann ich machen.
würde sagen, ich mache wieder hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir weiter mit der Zonenkäfig-Schnitzelei weitermachen. Ja. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.